zweifle. Bei diesem Vortrag geht es jetzt, ist ja ähnlich wie beim Workshop gestern, auch wieder um Image Magic. Allerdings etwas mehr komprimiert und vielleicht mit ein paar anderen Beispielen, als die ich gestern gemacht habe. Zuerst mal eine Frage an euch. Ich habe mich ja jetzt vorgestellt, jetzt möchte ich von euch gerne wissen, wer von euch hat Image Magic schon mal verwendet? Okay, also kann ich die Basics wahrscheinlich fast weglassen. Also wer von euch hat schon mal ein komplexeres Image Magic Kommando verwendet? Zwei nur. Das heißt, ihr habt einfache Kommandos verwendet bisher. Wie gesagt, in der Ankündigung war ja schon drin, dass ich nicht viele Folien zeige. Also ich werde das gleich mal abbrechen. Ich habe zwar was vorbereitet. Ich mache viel lieber Live-Demos, wenn jetzt mir mein Terminal nicht abgestützt wäre. Starten wir halt das Terminal wieder. Ich werde Kommandos vorführen und ihr werdet auch zu sehen kriegen, was diese Kommandos machen. Wer Image Magic am Anfang verwendet, weiß, damit kann ich ein JPEG in PNG umwandeln oder auch in ein GIF. Und was hat man vielleicht noch gemacht als einfache Operation? Eine Skalierung. Was habt ihr sonst noch gemacht? Wasserzeichen. Bitte? Wasserzeichen. Wasserzeichen. Okay, das ist schon was Komplexeres. Machen wir auch. Wer von euch weiß, dass man mit Image Magic, wenn man rumexperimentieren möchte, dass man gar keine Bilder braucht? Es gibt ein paar eingebaute Bilder. Und mit denen werde ich jetzt hier hauptsächlich operieren, damit es auch leichter nachvollziehbar ist. Also ihr braucht jetzt hier nicht irgendwie alles mitzutippen oder sonst wie. Ich werde hinterher nochmal so eine kleine Mitschrift liefern. Die wird dann in ein paar Tagen hier auf der Webseite online sein, wenn das klappt. Und da sind alle Kommandos nachher drin. Wenn man sagt Convert, das ist das Basiskommando. Sorry. Und dann Wizard, das ist Wizard Doppelpunkt. Das ist so ein eingebautes Bild und dann kann ich das in ein PNG konvertieren. Dann kann ich das öffnen und dann sehe ich, wie dieses eingebaute Bild aussieht. Das hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn er Image Magic verwendet. Es gibt noch weitere eingebaute Bilder. Es gibt noch das Logo. Und dann gibt es die Möglichkeit, das Ding nicht gleich abzuspeichern, sondern einfach mir mal anzuzeigen. Das geht mit, unter Linux mit Show-Doppelpunkt. Wer von euch hat Image Magic unter Windows schon verwendet? Da würde es Win-Doppelpunkt heißen. Also das Logo sieht so aus. So. Jetzt möchte ich gerne einen Rahmen, um eines der Bilder zu malen. Wie geht es? Weiß das jemand? Ich sage einfach, wie breit der Rahmen sein soll mit minus Frame 1. Der soll ein Pixel breit sein. Oder machen wir mal. Sind wir mal großzügig. Machen wir mal 10. Sieht man, dass da ein bisschen grauer Rahmen drumherum ist? Okay, ich will nicht grau haben. Ich möchte grün haben. Der Parameter heißt Matte Color. Jetzt ist er grün. Jetzt kann ich aber auch den Rahmen rechts, links und oben, unten unterschiedlich machen. Dann ist er oben, unten unterschiedlich. Jetzt kann ich aber da drumherum nochmal einen anderen Rahmen mit anderer Farbe machen. Dann schreibe ich einfach nochmal Matte Color Red. Minus Frame. 3 mal 4. Was habe ich?
3. Mal 4. Also jetzt sieht man, da ist rot was, grün was. Jetzt habe ich aber das umgekehrte Problem öfters mit Bildern. Ich möchte ein Bild irgendwie bearbeiten und möchte den Rahmen drumherum weghaben. Wie geht es? Jetzt machen wir mal das als permanentes Bild. Frame. Meine Backspace-Taste hängt, ich kann deswegen nichts. Okay, jetzt habe ich das Bild permanent. Also es gibt es jetzt als PNG. Wenn ich jetzt sage Convert Framed minus Trim Show. Also ich will es nur mal, ich speichere die meisten Sachen jetzt erstmal nicht ab, weil das dann schneller geht mit Zeigen. Wie hat es ursprünglich ausgesehen? Also, da waren zwei verschiedene Farben. Einmal Trim, die erste Farbe weg. Und jetzt ist die Frage, was macht das zweite Trim? Weil grün ist ja mal breit, oben, unten breiter als rechts und links. Jetzt könnte ich das natürlich abspeichern und dann nochmal neu aufrufen. Braucht man aber gar nicht bei Image Magic. Man kann verschiedene Operatoren oder Operationen, die das Bild manipulieren, hintereinander hängen. Ich kann jetzt einfach ein zweites Trim dahinter hängen. Es ist auch der zweite Rahmen weg. Wie funktioniert dieser Trim-Operator? Image Magic guckt außenrum eine Reihe Pixel. Sind die alle identisch von derselben Farbe? Egal welche Farbe das ist. Und rasiert dann praktisch alle Pixel außenrum ab, selbst dann, wenn die Breiten unterschiedlich sind. Solange es dieselbe Farbe ist, werden die alle außen in gerader Linie jeweils abgeschnitten. Und hört dann auf, wenn eine neue Farbe kommt. Jetzt guckt euch mal das Ding an. Dieses Beispiel ist nicht so gut geeignet. Aber gucken wir mal, ob man trotzdem was sieht. Wenn ich jetzt nochmal einen Trim dranhänge, müsste ja jetzt nochmal was Weißes weggemacht werden. Habt ihr es gesehen? Ich zeige die beiden nochmal im Vergleich. Oder alle drei. Das andere haben wir nicht mehr. Das Grüne ist das erste Trim schon gemacht. Bei dem unteren hier sind zweimal Trim und da kommt noch das dritte Trim dazu. Das hat auch nochmal weiß weggetrimmt. Also man muss gar nicht groß Parameter eingeben. Jetzt will ich aber was wegmachen, was eine feste Breite ist außenrum, weil vielleicht die Farben unterschiedlich sind. Wie geht das? Da gibt es den Operator, der heißt Shave. Das wissen heutzutage sowohl Männer als auch Frauen, was das bedeutet, habe ich festgestellt. Und da sagt man Shave zum Beispiel, wie viel wollen wir wegmachen? 30, machen wir mal 30 weg. Seht ihr, da ist ein bisschen grün noch übrig, oben unten, weil das war ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was war das? 30 breit. Man kann aber auch da zwei Parameter mitgeben und sagen, rechts und links sollen es 40 sein und oben, unten sollen es 80 sein, dass man mal einen Effekt sieht. Jetzt hat er oben sogar was von diesem Schriftzug weggemacht und unten die Füße. Also mit Frame kann man Rahmen hinzufügen. Mit Matte Color die Rahmenfarbe festlegen. Mit Trim kann man dieselben Farben wegmachen, die außenrum verlaufen. Mit Shave kann man einfach einen fixen Streifen jeweils rundherum abschneiden. Es wären jetzt mal die ersten paar Basisoperationen gewesen. Dass man mit Image Magic, Convert, Framed
jetzt daraus auch ein GIF machen kann. Das kennt ihr ja. Image Magic erkennt an der Endung, was man beabsichtigt. Aber was ist denn zum Beispiel mit, wenn ich da jetzt sage, JPEG, okay, JPEG, was ist, wenn ich JPEG mit einem E mache? Was ist, wenn ich JPEG so schreibe? Was ist jetzt geworden? Gut, es ist egal, Image Magic ist Groß- und Kleinschreibung auf der Kommandozeile egal in den meisten Fällen, auch bei den Endungen. Das sollte man wissen. Aber was ist, wenn ich sage, ich will ein GIF haben und ich nenne das halt so? Denn mit dieser Vorsilbe vor einem Dateinamen, die eben diese entsprechende Formatendung hat, kann ich erzwingen, dass der Output eben ein GIF wird, egal wie der Name dahinter ist. Und jetzt kann ich auch feststellen, was das für eine Datei ist. Das ist ein anderes Kommandozeilenprogramm von Image Magic. Identify. Hat das schon mal jemand verwendet? Okay, ist auch bekannt, relativ bekannt. Aber wie habe ich es genannt? G, JPEG. Was schätzt ihr? Ist das jetzt ein JPEG oder ein GIF? Ich habe es schon verraten. Ich habe gesagt, erzwingen. Und es sagt hier, die Datei heißt zwar JPEG, aber es ist ein GIF. Und so groß ist sie, so breit, so hoch. Und dass man mit Identify minus Verbose noch viel mehr Informationen über die Datei kriegt, kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Wie viele Farben sind da drin? Es ist ein GIF. Wie viele Farben sind da drin? Wie viele verschiedene? Was ist ein GIF? Was ist der Unterschied zwischen einem PNG und einem GIF? Erstmal. Kann das keiner sagen in einem Satz? Genau. Genau. Ein GIF hat immer nur 256 Farben. Das können lauter Blautöne sein, 256 verschiedene Blautöne oder ein paar Blautöne, ein paar Rot und viele Grau. Aber alle Farben sind abgestuft, jede Farbe hat eine Nummer sozusagen intern in der Datei und deswegen sind GIFs auch so klein und deswegen hat man GIFs früher oder selbst heute noch so gerne verwendet im Web, weil diese Dateien klein waren, weil jeder Browser sie darstellen konnte und weil eben sie auch schnell angezeigt haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerne wissen möchte, was ist eigentlich der Unterschied? Ich mache mal Convert Wizard Doppelpunkt nach Wizard PNG und ich mache JPEG. Jetzt möchte ich gerne wissen, sind die Bilder wirklich gleich? Weil wenn ich mir die angucke mit einem Bildbetrachter, ich benutze jetzt hier diesen eingebauten bei OS X. Ich hätte hier JPEG machen müssen. Jetzt habe ich natürlich dummerweise, muss ich das kurz, das hat jetzt nicht so geklappt auf Anhieb, wie ich wollte, dass die gleich in einem, die Thumbnails und möchte die so haben, dass die da drin sind in einem Bild und dann möchte ich schnell gerne hin und her springen können, ob man da Bilder Unterschiede sieht. Wie ihr seht, ich springe hin und her, seht ihr da jetzt einen Unterschied, dass da irgendein Farbton anders ist? Das lässt sich eigentlich mit bloßem Auge fast nicht erkennen. Da muss ich jetzt mit anderen, mit schwereren Werkzeugen hingehen. Und da gibt es zum Beispiel das Compare-Werkzeug oder die Compare-Kommandozeile. Die braucht genau zwei Bilder und ich nehme jetzt halt gerade mal die zwei Bilder, die ich erzeugt habe. Einmal das JPEG, einmal das PNG und dann braucht es eine Ausgabedatei. Ich könnte auch jetzt wieder Show sagen. Show ist eine spezielle Ausgabedatei, die es halt gleich auf dem Bildschirm anzeigt, ohne das abzuspeichern.
Denkt ihr, da sieht man was, wenn ich die zwei vergleiche? Was bedeutet das jetzt? Jeder rote Pixel heißt, die zweite Datei hat an der Stelle eben einen anderen Farbwert als die erste Datei. Außerdem sieht man im Hintergrund noch so durchschimmern eigentlich die erste Datei. Das kann ich natürlich auch permanent machen, indem ich sage Delta PNG oder sagen wir mal Delta PDF, weil Image Magic kann auch PDFs erzeugen. Also dann öffne ich das mal Delta PDF. Jetzt kann ich da auch reinzoomen, relativ leicht. Und jetzt seht ihr, da sind weiße Pixel. Ha, da war mal zufällig der Farbwert von dem PNG und von dem PDF gleich, von dem JPEG gleich. Jetzt, vielleicht für manche Zwecke stört es, dass da im Hintergrund noch das andere Bild ist. Ich will vielleicht nur rein die Stellen haben, wo die Pixel anders sind. Da kann ich jetzt noch sagen, Compose SRC. Denn was das Kommando macht, ist, es nimmt die zwei Dateien, legt die übereinander und komponiert die übereinander mit diesem Operator Compose. Und wenn es zwei Pixel sieht, macht es irgendwas aus den zwei Pixeln. Also wenn es die übereinander sieht. Wie gesagt, es heißt einfach, wenn es Unterschiede sind und wenn sie noch so minimal sind, roter Pixel, wenn sie identisch sind, weiß und darunter das andere durch das ursprüngliche durchscheinen lassen. Wenn ich so mache, dann mache ich aber wieder Show. Dann habe ich dieses durchscheinende Bild weg. Dann habe ich jetzt wirklich nur Transparenz und Rot. Wenn ich das anders haben will, dass ich keine roten Pixel haben möchte, dann kann ich sagen noch minus Highlight Color Yellow und minus Low Light Color Green oder so. Dann kriege ich es in Grün-Weiß, zeige ich jetzt nicht. Aber was ich zeigen möchte noch ist, dass ich sagen kann, machen wir mal wieder das ursprüngliche, mit einem Fassfaktor von, sagen wir mal, 10%, sollen alle Pixel, wo der Farbabstand, wenn sie verglichen werden, weniger als 10% ist, die sollen als identisch angenommen werden. Dann kommt sowas raus. Ah, das sind jetzt praktisch alle Pixel gleich gewesen. Machen wir mal 5%. Jetzt seht ihr, da sind noch ein paar rote Pixel drunter. Die roten Pixel heißen, da ist der Farbabstand größer als 5%. Also man kann schon sehen, es gibt Unterschiede. Wenn ich irgendwas nach JPEG konvertiere, habe ich irgendwelche Änderungen. Man bezeichnet es in der Regel als Verluste. Gucken wir mal Convert. Identify. Ich hatte es gerade schon gezeigt, Identify, with PNG und with JPEG. Man kann auch zwei gleichzeitig oder noch mehr tausende Dateien übergeben auf der Kommandozeile. Dann werden die Werte halt für alle angezeigt. Da sieht man jetzt schon ein bisschen was hier, dass er sagt 256 Colors. Das PNG hat 256 Colors. Ist in dem Fall ein bisschen eine Ausnahme, weil diese Ursprungsdatei, die ich verwendet habe, den eingebauten Wizard-Doppelpunkt, der hatte eh nur 256 Farben und das war eingebaut eigentlich als GIF. Das heißt, das PNG hat es verlustfrei übernommen, aber das JPEG hat irgendwas damit gemacht. Ihr seht, das JPEG ist kleiner. 62 Kilo, 87 Kilo Byte. Jetzt könnte ich natürlich Identify minus Verbose Wizard JPEG wollte ich. Und jetzt kann ich da irgendwie suchen, ob ich irgendwas finde. Farbanzahl ist hier drin.
Ich sehe sie gerade bloß nicht. Aber es gibt was anderes. Ich kann nämlich sagen, Format Prozent W mal Prozent H. Das ist jetzt erstmal was anderes. Ich kann nämlich sagen, ich will die Breite mal die Höhe sehen. Nur. Ich kann bei dem Identify über Format hier einen String übergeben, indem ich verschiedene Variablen mir raushole, was eigentlich dieses Verbose mir anzeigen würde. Und W ist die Breite, Width, H ist die Höhe, Height. Und da jetzt hier das gleich da vorne steht, das ist nicht so schön, kann ich dann noch dazu sagen, ich möchte da immer eine Newline haben. Und kann dann noch sagen, ich möchte das auch für diese Datei wissen und ich möchte das noch für die Delta wissen. Die sind also alle gleich groß. Eins ist nämlich wichtig, Compare, um pixelweise zu vergleichen, funktioniert nur, wenn die Dateien gleich groß sind. Wenn da eine Datei nur ein Pixel breiter ist, funktioniert es nicht mehr. Aber die Anzahl der Farben kann ich mit Prozent K fragen. Und das Prozent F schreibt dann den Dateinamen vorne. Also, wenn ihr Image Magic so verwenden wollt in Skripten, um mal durch eine ganze Menge von Fotos automatisiert durchzugehen, müsst ihr euch mal angucken, welche dieser Prozent-Escapes da gibt. Da gibt es so 2-3 Dutzend, mit denen man Sachen relativ schnell rausfinden kann und sich in eine Tabelle drucken oder ansonsten weiter auswerten. So, das war jetzt schon mal ein bisschen komplexeres Kommando, wenn ich 2 Dateien habe, auf der Kommandozeile ein anderes Ding verwende. Kann ich aber auch mit Compare machen, mit Convert machen. Ich kann sagen Convert, Wizard, ich nehme wieder den eingebauten Wizard und das Logo und sage jetzt hier mal minus Append. Und sage als Ausgabe, er soll mir es wieder nur zeigen. Wer weiß, was Append macht? Zusammenhängen. Und zwar untereinander hängen. Wenn ich die jetzt aber nebeneinander haben möchte, dann sage ich hier plus Append. Und jetzt will ich aber nochmal irgendwie da eine Trennlinie dazwischen gerne haben, dann sage ich hier 0. Was ist 0? Ist auch so ein spezielles eingebautes Bild. Wie groß ist das? Genau ein Pixel groß. Und wenn ich den noch auch dazwischen hängt, seht ihr, ganz oben hängt er. Ganz genau hingucken, da ist ein Pixel dazwischen geklemmt, das Bild, was 0 Doppelpunkt heißt. Dann hat es den Effekt dieser Trennlinie, weil unten drunter der Hintergrund durchscheint. Jetzt gefällt mir aber der Hintergrund nicht. Weil er schwarz ist, jetzt sage ich da einfach minus Background Red, weil mir das Rot besser gefällt. Oder ich sage Background None, dann wird es transparent. Ich behaupte, das wird transparent. Und wenn ich das jetzt auch sage, Append PNG, Open up PNG. Das ist transparent, das müsst ihr mir glauben, weil dieses Vorschau von Apple ist jetzt so eingestellt, dass es Transparenz als grau anzeigt. Aber wenn ich jetzt daraus ein JPEG mache, Open AP JPEG, jetzt ist das wieder schwarz. Wie kommt es? In JPEGs gibt es keine transparenten Flächen. Also das geht mit JPEG grundsätzlich nicht. Das wird eigentlich immer schwarz dargestellt dann.
Aber jetzt habe ich mir zwei Bilder zusammengehängt, und zwar, das ist etwas, was ich persönlich relativ häufig mache. Ich bin kein Fotograf, ich weiß nicht, ob ich öfters als 200 Mal in meinem Leben jemals auf den Auslöser gedrückt habe. Also ein paar Mal habe ich schon gemacht. Aber wenn ich zum Beispiel technische Dokumentation schreibe, weil es öfters mal vorkommt, dann möchte ich gerne Sachen so nebeneinander, untereinander oder gar viele in eins, weil ich nicht möchte, dass mir, egal in welchem Programm das nachher dargestellt wird, selbst wenn das Ausgabeformat HTML ist oder DOCX oder ODT oder PDF mit LaTeX oder sonst wie, ich möchte, dass die nebeneinander bleiben und dass da kein Umbruch stattfindet zwischen den Bildern. Deswegen mache ich halt oft ein Bild raus. Und dann benutze ich das Append, Plus Append, Minus Append. Aber jetzt will ich das ja skalieren. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass ich sage Minus Scale oder sagen wir mal, nehmen wir mal lieber Minus Resize. Ich möchte es mal auf 400 Breite skalieren mal 400 Höhe. Show. Was ist passiert? Sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil auf der Kommandozeile habe ich hier einen Operator eingegeben, der soll mir alles von der Größe her ummodeln auf 400 mal 400. Und dieser Operator ist gültig für alle im Moment geladenen Bilddateien. Für alle geladenen Bilder. Wie viele Bilder habe ich geladen? Ich habe den Wizard geladen, ich habe das Null geladen und ich habe das Logo geladen. Also die sind jetzt alle auf 400 mal 400 skaliert worden. Wobei man jetzt noch dazu sagen muss, dieses 400 mal 400 ist nicht absolut gültig. Das eine war ja 480 mal 640, das andere war 640 mal 480. Jetzt heißt diese Skalierung, so wie ich sie hier angebe, mit diesem Resize, mach mir mal einen Rahmen von 400 mal 400 und skaliere so lang runter unter Beibehaltung der Seitenverhältnisse, bis es in den Rahmen reinpasst. Jetzt sieht man dieses Bild. Ja, verdammt, ich habe dich doch ausgestellt. Dieses linke Bild müsste eigentlich um 400 mal 400 zu sein. Da noch was dazu haben, das andere noch unten. Ich kann das auch erzwingen. Und zwar, wenn ich da ein Ausrufezeichen dahinter mache. Das funktioniert in der Shell aber nicht, weil die Shell dann versucht, das Ausrufezeichen zu interpretieren. Also muss ich das escapen. Wenn ich das so mache, sind die wirklich alle 400 mal 400 groß. Und die Skalierung hat eben so flüssig stattgefunden. Die Seitenverhältnisse nicht beibehalten, aber dummerweise ist halt immer noch dieser Nullpixel, was einmal eins groß war, ursprünglich auch auf 400 mal 400 skaliert. Das passt mir nicht. Deswegen machen wir das ein bisschen anders, denn man kann mit Image Magic bei Kommandozeilen, bei komplexeren Kommandozeilen, Sachen abtrennen. Mit Klammern. Wobei wichtig ist, dass da vorne und dahinter jeweils ein Leerzeichen ist. Also hier muss eins sein und hier muss eins sein. Und wegen der Shell wieder mit Backslash escapen. Und dann kann ich sagen, ich will ja, was war der Wizard? Der Wizard ist eigentlich 640 hoch. Jetzt möchte ich auch das Logo 640 hoch haben. Ich weiß aber nicht, wie breit es dann wird. Dann lasse ich die Breite weg und sage nur x, also leer mal 640. Und jetzt hoffen wir mal, dass das 0 nicht skaliert wird, der Wizard nicht skaliert wird, nur das Logo skaliert wird und dass das dann so hintereinander gehängt wird. Und es scheint zu klappen. Gucke ich mal kurz auf den Spickzettel, was ich unbedingt noch zeigen wollte, weil ich nur noch 12 Minuten oder so habe. Animationen, bewegte Bilder erzeugen, GIFs, kann auch ganz nützlich sein im Web oder bei einer HTML-Dokumentation.
weil man durch eine Animation auch mal was darstellen kann. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, in Kommando geschrieben, denn da drin wird nochmal was anderes mit erklärt. Ein weiterer Operator. Die Klammer, ob das in Klammer stattfindende Ändern von Dateien habe ich schon gezeigt. Das wird jetzt hier auch genommen. Und dann kommt noch zusätzlich hier dieses Plus Clone. Eigentlich heißt es standardmäßig Minus Clone 0 oder Minus Clone 10. Minus Clone. Könnt ihr hinten lesen? Dann mache ich es jetzt größer für die, die fotografieren wollen. Aber dann sieht man nachher nicht mehr alles. Das Clone macht eine Kopie einer Datei, die schon in dem jetzigen Image Stack in der Kommandozeile geladen ist. Und die Zahl dahinter, was denkt ihr, was die macht? Habe ich auch gedacht zuerst, nämlich dass die 10 Clones macht. Nein, macht sie nicht. Die macht genau den Clone, der an der Indexstelle 10 steht. Der Index fängt mit 0 an, also das wäre jetzt das 11. Bild. Ich habe keine 11 Bilder geladen, ich habe nur eins geladen im Moment, nämlich ich habe das Logo geladen. Also nur dieser Clone würde funktionieren und da gibt es halt die Abkürzung statt minus Clone. Kann ich auch Plus Clone sagen. Und das heißt genau dasselbe wie Minus Clone 0. Was mache ich jetzt? Innerhalb der Klammer rotiere ich das Ding und mache mal das dann noch weg. Und dann soll daraus ein GIF erzeugt werden. Also ich habe zwei Bilder geladen, das Originallogo und das rotierte Logo und mache daraus ein GIF. Machen wir mal direkt hier aus Vim raus. Ich führe das aus, ja, ich sage Bash%. Das heißt, die Datei, die gerade in Vim geladen ist, wird ausgeführt. Mit der Bash ist geschehen. Und jetzt sage ich Open LGIF. Sieht nicht so aus, wie ich es mir gedacht habe, weil der zeigt mir zwar jetzt zwei Bilder an, und nennt es 1 und 2, aber das ist die Vorschau von Apple. Funktioniert mit GIFs nicht, die animiert sind. Ich habe was anderes. Das ist ein Alias, der öffnet es in Chrome, weil Chrome kann GIFs, die animiert sind, anzeigen. Und jetzt habt ihr gesehen, es hat sich einmal bewegt, aber dann hat es aufgehört. Warum? Weil, wenn ich will, dass das ewig weitergeht, muss ich hier nochmal minus loop 0 dahinter machen. Nochmal ausführen. Und Moment, was habe ich jetzt ausgeführt? War nicht das Richtige, oder? Ich wollte das ausführen. Und jetzt laden wir einfach das Ding hier nochmal. Und jetzt seht ihr schon, das ist animiert. Also Teilerfolg. Wenn ich jetzt einfach diese Zeile nochmal ein paar Mal kopiere. Was passiert? Ich sage jedes Mal plus Clone. Und ich habe gerade was Falsches gesagt. Ich habe behauptet, Plus Clone heißt dasselbe wie Minus Clone 0. Das ist nicht so. Plus Clone heißt immer, das letzte Bild, was geladen ist, soll er klonen. Das letzte Bild war jetzt auch Clone 0 ganz am Anfang, aber jetzt nicht mehr. Jetzt klont er immer das schon ein bisschen rotierte nochmal und rotiert weiter und macht dann ein weiteres Bild raus. Die Klammer, das hatte ich noch nicht erwähnt, wenn man die Klammeroperation verwendet, wenn die fertig ist, die Operation, dann wird das Ergebnis von dem, was in der Klammer stattgefunden hat, zurückgespeist in die Hauptprozessor.
Prozesslinie. Also am Schluss habe ich praktisch da ein Logo, was jeweils ein bisschen um 12 Grad gedreht ist. Dann sage ich Loop 0, also das soll, wenn es nachher das GIF wird animiert, unendlich weiterdrehen. Jetzt dauert es etwas länger. Jetzt lade ich neu. Aha. Also, es fängt immer wieder von vorne an. Ich möchte aber, dass das zurückdreht und nicht immer wieder zurückspringt. Kann ich auch machen. Nämlich, ich füge hier nochmal was ein. Ich sage jetzt minus clone. Ich kann nicht nur ein einzelnes Bild klonen, ich kann eine ganze Serie von Bildern klonen. Ich könnte 0 bis 3 klonen. Und dann kriege ich das Bild 1, 2, 3, 4. Also Index 0, 1, 2, 3. Oder ich kann klonen bis minus 1. Dann sieht es so aus. Jetzt werden diese ganzen Klons, die vorher erzeugt wurden, nochmals geklont. Aber das wäre ja wieder in dieser Reihenfolge. Da habe ich nicht diesen Effekt, den ich haben möchte. Also füge ich noch was anderes hinten dran. Es gibt den Reverse-Operator, der dreht diesen Image-Stack um. Noch 7 Minuten oder so. Ausführen, halbe Minute warten und danach gucken. Neu laden. Ja, sieht man, jetzt sind es mehr Bilder, jetzt dreht er sich auch wieder zurück. So. Ich habe jetzt ein paar Sachen vorgeführt und jetzt erkläre ich noch ein bisschen Theorie zu dem, was ich vorgeführt habe. Was heißt Theorie? Praktisch die Theorie oder die Architektur der Image Magic Kommandozeile. Ich mache es wieder kleiner, sonst sieht man das nachher nicht. Convert minus help gibt es. Zeigt ziemlich viel an. Wenn man wissen will, wie viele Zeilen das sind, man sieht schon relativ schnell, es passt nicht auf einen Bildschirm. Aber was jetzt wichtig ist, wenn ihr euch anguckt, die Kommandozeilen, die wir verwendet haben, das sind entweder Parameter mit Minus oder Parameter mit Plus gewesen. Aber das sind unterschiedliche Klassen von Parametern. Die machen nicht immer eine Operation. Und das sieht man hier leider, muss man darauf mit der Nase hingestoßen werden, weil die Dokumentation sagt das nicht so direkt aus. Jetzt geht mal die Backspace-Taste wieder. Image Settings. Ja? Hier steht immer eine Überschrift bei diesen ganzen Dingen, die da erklärt werden. Und Image Setting ist eine Klasse von Parametern. Was macht die Klasse? Die macht eine Einstellung irgendwelcher Art. Und diese Einstellung, die wird nur dann wirksam, wenn auch hinterher irgendein Operator, der mit der Einstellung was anfangen kann, zum Tragen kommt. Dann gibt es noch was, das heißt Image Operator. Die sind hier in dem nächsten Abschnitt aufgeführt. Dann gibt es noch was, das heißt Image Sequence Operator. Ein Image Sequence Operator braucht nicht nur ein Bild, um zu wirken, sondern der braucht mehrere Bilder. Der wirkt gar nicht auf ein Bild. Also man sieht zum Beispiel das schon an dem, was ich vorhin gezeigt habe. Nee, habe ich noch nicht gezeigt. Doch, bei Compare. Compare braucht zwei Bilder, sonst funktioniert es nicht. Und dann gibt es noch Image Stack Operators.
Das haben wir auch ein Beispiel gesehen, nämlich Clone ist ein Stack Operator. Also der ordnet nur die Bilder, die ich in der Kommandozeile schon reingeladen habe, irgendwie um. Es gibt Delete, da kann ich einzelne Sachen wieder rausliegen, ich kann Swap mit Swap vertauschen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, mit diesem im Hintergrund, Miscellaneous gibt es auch noch, also so alle möglichen anderen Optionen. Verbose haben wir schon verwendet bei Identify, das war Miscellaneous. Wenn wir jetzt nochmal die Kommandozeile uns angucken, die hat ja folgendes Bild bewirkt. Was war da jetzt? Minus Background None. Ich mache das mal weg, nochmal, das vor Augen zu führen. Ah, daran sieht man es jetzt nicht so, wegen diesem Resize. Einmal auch weg. Ja, also ich habe ein Background None, ich habe zuerst None gehabt und jetzt habe ich gar kein Background Setting mehr. Also Image Magic verwendet schon ein Background Setting, halt irgendein Default, das ich nicht unter Kontrolle habe. Wenn ich ein eigenes verwenden will, dann muss ich das hier angeben als Setting. Aber es ist kein Operator. Und dann kriege ich jetzt wirklich das Transparente. Dann das Append plus Append. Was war das? Wer kann es nachgucken? War das ein Image Operator oder war das ein Image Sequence Operator oder war das ein Stack ein Stack Operator? Sequence. Warum? Genau, weil Append, also hintereinander hin, braucht mindestens zwei Bilder. Und das ist jetzt nochmal der Unterschied, zusammengefasst, wenn ihr selber mit Hilfe von Minus Help, von der Manpage, vom Internet, wo ihr Beispiele findet, selber dahinter kommen wollt, wie kann ich denn diese Aufgaben, die ich mir selber vorstelle, oder wie kann ich mir die zusammenkonstruieren, oder wie kann ich etwas verstehen, was da steht, ich kann es zwar blind ausführen, aber weiß nicht, warum das funktioniert. Du müsst ja wirklich bei Minus Help nachgucken, was ist das für eine Art Parameter? Ist es ein Setting? Ist es ein Image Operator oder ein Stack Operator? Denn die wirken jeweils unterschiedlich. Die Settings, die werden vergessen, sobald, das habt ihr ja gesehen, ich habe bei den Frames verschiedene Farben angegeben. Da habe ich zuerst mit Matte Color ein Setting angegeben. Dann habe ich mit Frame den Operator aufgerufen und ihm dazu gesagt, wie breit soll dieser Rahmen werden. Und hinterher habe ich nochmal einen anderen Rahmen dahinter gemacht, da musste ich aber das Setting erneuern. Die Settings sind so lange gültig, bis die Kommandozeile zu Ende ist oder bis man das Setting neu definiert. Ein Image Operator ist so lange, oder der wirkt auf alle geladenen Bilder. Das hat man gesehen, als ich dieses Nullbild dazwischen, das Nullpixel dazwischen geklemmt habe und dahinter das Resize gemacht habe. Das war ein Operator, der hat aber auf alle Bilder gewirkt. Deswegen war der Nullpixel nachher auch auf 400x400 aufgeblasen. Und der Stack Operator, der wirkt nur auf den geladenen Stack. Aber die Operators, die sind sofort, sobald die ausgeführt sind, vergessen. Und danach, wenn noch weitere Operator auf der Kommandozeile kommen, dann kommen die zum Tragen, dann machen die ihre Arbeit. Noch als Empfehlung, die Webseite natürlich Image Magic, Command Line, Options, da ist eine komplette Referenz. Hier seht ihr, wie viele es da gibt. Ich habe jetzt vielleicht ein Dutzend insgesamt verwendet, es gibt 300 oder sowas und die meisten mit Plus und mit Minus, die sind hier erklärt. Allerdings, mit der Erklärung kommt man oft nicht weiter, weil das sind zum Teil ganz obskure Sachen. Aber ich empfehle dann erstmal diese Webseite noch. Die ist auch bei, das war es ja, Usage, /usage. Da ist eine ganze Latte von Beispielen drin und alles im Einzelnen erklärt. Das hat jemand anderer geschrieben. Der ist jetzt aber inzwischen auch Image Magic Entwickler. Deswegen ist es dort schon seit längerem auf der Webseite.
Und um den Überblick zu finden, das wollte ich nicht, nein. Hier ist im Prinzip die Übersichtsseite, wo die einzelnen Parameter, kann man hinspringen auf die normale Webseite und dann hier die Hintergrundinformationen zu dem Operator und dann noch Fred. Diese Seite. Die hat Fred Weinhaus gemacht. Das sind so circa 300 verschiedene Image Magic Skripte, die ganz komplexe Aufgaben erledigen. Wenn ihr hier da drüber geht mit der Maus, dann wird oben beschrieben, was macht denn das eine Ding. Und wenn man da auf eins klickt, nehmen wir mal zum Beispiel Multicrop. Das ist so mein Lieblingsding. Dann gibt es den Link zu dem Download-Skript und hier werden die Parameter erklärt, die das Skript selber wiederum versteht. Dann gibt es hier die Beispiele, wie er, wenn er das Skript anwendet. Also er hat dieses Skript jetzt angewendet auf dieses eine Bild. Das ist ein Bild, was halt irgendwann mal jemand zusammenkomponiert hat aus drei verschiedenen. Und das Skript soll diese Bilder wieder trennen. Und soll wieder wirklich viereckige Bilder draus machen, ohne das weiß. Und hier ist eben das Beispiel, welche Argumente er verwendet, um daraus eben diese Ergebnisse wieder draus zu machen. Ganz unten ist erklärt, wie das Skript funktioniert. Und so geht es mit allen 300 Skripten. Also wer Image Magic studieren möchte und sich genau damit beschäftigen möchte, hier ist eine gute Ressource dazu. Höre ich damit mal auf. Natürlich sind jetzt noch 5 Minuten für Fragen oder 3 Minuten, wenn noch jemand eine ganz dringende Frage hat. Habe ich nicht verstanden. Da könnte es sein, dass eines dieser Skripte das macht, weil ich habe neulich gesehen, dass in dem Forum ist genau das diskutiert worden und er hat gesagt, er wollte dann in nächster Zeit mal so ein Skript dazu schreiben. Müsste man mal gucken, weil die Skripte, die sind jetzt in den letzten 2 Jahren von 70 auf 300 angewachsen. Also der schreibt fast jede Woche irgendein neues Ding. Es gibt schriftlich zum Teil was zum Nachlesen, aber wie gesagt, das eine hatte ich schon gezeigt, da musst du jetzt suchen in dieser Referenz und was ich noch nicht gezeigt habe, hier gibt es bei Stack Overflow eine ganze Abteilung, die sich mit Image Magic Fragen befasst. Wenn ihr da guckt, findet ihr unter Top Users meinen Namen. Ich bin jetzt kurz vor der Erste, der 1000 Reputation Points kriegt. Aber da ist zum Beispiel, also wenn ihr in meinen Antworten guckt, da sind viele Sachen auch beschrieben. Und wenn man da jetzt sucht, also das ist wahrscheinlich das, wo das bisher am ausgiebigsten erklärt worden ist. Magic und dann Command. Architecture. Irgendeine Frage in jüngster Zeit war da mal. Und da ist es nochmal aufgeschlüsselt worden. Also da findet man es. Dankeschön. Ach, noch was? Bitte? Was in dem Bild? Ja. Soll ich das noch machen, 2 Minuten, ein Bild in ein anderes reinsetzen? Das hat mit dem zu tun, was jemand anderer gesagt hat, Bild beschriften. Ich kann sagen, Convert
minus size 300 mal 100. Und dann kann ich sagen XC Red Show. Im Prinzip dieses XC hat jetzt ein Bild erzeugt, was nur eine rote Fläche ist mit der Größe. Ja, sieht man hier. Und ich kann aber auch mit dieser Größe jetzt irgendeinen Text, eine Caption erzeugen. Caption gleich. Und kann den Text anzeigen. Moment, ich muss nochmal in meinen Spickzettel gucken. Habe ich da einen anderen Parameter? Hosttext ist mehr weg und alles groß. Bitte? Ist die Schädelvariable in der Hosttext? Die war klein. Moment, convert me, das heißt Caption. Mein Text. Ich mache es anders. Ich sage jetzt convert Logo. Ich liefere das danach in der Mitschrift. Wizard compose minus compose site. Da fehlte der Doppelpunkt. Jetzt hat er die Bilder übereinander gesetzt. Sieht man das? Nicht so gut. Aber ich könnte den Wizard noch. Ich könnte da sagen, ich will nur 300 mal 300 aus dem Wizard ausschneiden und ich möchte da ein Offset machen von 30 Pixel nach rechts und 50 Pixel nach unten. Und jetzt hat er das da oben ausgeschnitten, da oben reingesetzt und ich kann dann noch sagen, ich möchte das aber woanders haben. Ich sage minus Gravity South. Jetzt legt nur dieses Bild nach Süden oder ich könnte sagen Gravity South, Gravity Center, aber ich will nicht genau im Center sein, ich möchte vom Center aus nochmal ein bisschen Offset haben, da sage ich minus Geometry, sagen wir mal plus 10, plus 30 oder 40. Jetzt sieht man, das ist nicht ganz im Center. Ich das nochmal weglasse, um den Unterschied zu zeigen, wo es im Center ist. Das sind die letzten beiden nebeneinander. Einmal im Center, einmal ein bisschen Offset vom Center. Aber dieses Composite kann noch weitere Parameter nehmen, sodass ich sagen kann, überblenden, aber mit verschiedenen Einstellungen überblenden. Aber also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Wenn ihr mir mal 3 Tage Zeit gebt und mich dafür bezahlt, dann mache ich mal ein 3-Tagestraining. Dann mache ich ein 3-Tagestraining, wo ich das alles, was ich bisher weiß, und ich weiß noch nicht alles, muss ich dazu sagen, beschäftige mich erst seit 2 Jahren etwas intensiver damit, dann könnte ich das alles weitergeben. Okay, machen wir Schluss.